Und damit begrüße ich euch zur Vorschau auf die Partie Wales gegen Belgien. Die Waliser in einem der schlechtesten Spiele der Europameisterschaft durchgesetzt mit 1:0 gegen Nordirland. Natürlich auch noch formschön mit einem Eigentor. Die Belgier ihrerseits haben sich mit 4:0 gegen Ungarn durchgesetzt, die allerdings, darauf möchte ich gerade nochmal eingehen, wahrscheinlich die dümmste Taktik bislang dieser Europameisterschaft hatten. Ich weiß nicht, wie man als Trainer auf die Idee kommt, gegen offensiv starke Belgier, die wirklich ihre Stärken im Konter haben, offensiv zu spielen, den Belgiern das Mittelfeld zu überlassen, damit die auch schön ihr Konterspiel machen können. Also, dass die Ungarn nicht mit 8:0 untergegangen sind, das gleicht einem Wunder. Keine Ahnung, was da Bernd Stork durch den Kopf gegangen ist. Vielleicht auch die falschen Schlüsse aus dem 3:3 gegen Portugal gezogen, wo die Ungarn das wirklich gut gemacht haben, aber natürlich auch gegen ein anderes Kaliber gespielt haben. Die Portugiesen sind eine gute Mannschaft, waren aber auch ein bisschen, naja, paralysiert nach dem 0:1 Rückstand gegen die Ungarn. Da lief das natürlich auch sehr gut. Aber gegen Belgien spielt man doch nicht so Fußball. Jeder weiß, wo die Stärken liegen, dass Hazard, De Bruyne natürlich, wenn sie Raum vor sich haben, unglaublich schnell sind, zu Torchancen kommen werden. Meiner Meinung nach unverständlich, was die Ungarn da gemacht haben. Die Belgier werden jetzt natürlich hoch gehandelt, aber sie haben quasi gegen den besten möglichen Gegner gespielt im Achtelfinale. Deswegen sollte man das nicht so hochhängen, denn die Waliser werden das ganz anders machen. Sie werden sich hinten reinstellen und auf Konter spielen. Machen wir erstmal die Daten natürlich wieder. Am Freitag um 21 Uhr geht's los. Gespielt wird in Lille und der Schiedsrichter der Partie ist Skomina aus Slowenien, der bislang wirklich eine gute Europameisterschaft pfeift. Im direkten Duell gab es jetzt in der Qualifikation lustigerweise zwei Duelle. In Belgien ging es 0:0 aus und das letzte Spiel in Wales konnten die Waliser mit 1:0 für sich entscheiden. Gareth Bale, damals der entscheidende Torschütze. Insgesamt 12 Spiele, 4 Siege für Wales, 5 für Belgien und 3-mal unentschieden. 17:16 die Tordifferenz sogar für Wales, also sehr ausgeglichen. Die beiden Nationen natürlich, muss man immer sehen, die Belgier hatten schon mal eine goldene Generation, so in den 90er Jahren, haben jetzt wieder eine goldene Generation am Laufen. Die Waliser spielen einfach ein verdammt gutes Turnier, haben einige Ausnahmespieler mit dabei. Deswegen, das Spiel ist nicht auf Augenhöhe, um Gottes Willen, die Belgier sind natürlich favorisiert, aber dennoch sollte man die Waliser nicht unterschätzen. Dann kommen wir mal zu den Players to Watch. Bei den Walisern würde ich jetzt wirklich einfach mal hinten aus der Abwehr Ashley Williams mit rausnehmen. Er war an der Schulter verletzt, ist aber anscheinend einsatzbereit. Er ist ein wichtiger Faktor hinten, physisch sehr starker Spieler. Die Abwehr muss natürlich gegen Belgien stehen. Deswegen könnte man jetzt quasi jeden aus der Dreierkette nehmen. Aber ich habe mich, wie gesagt, für Ashley Williams entschieden. Nicht nur, weil, wenn man seinen Namen googelt, eigentlich eine Schauspielerin kommt, die mal bei How I Met Your Mother mitgespielt hat, was mich immer etwas irritiert. Aber sondern weil er, wie gesagt, der Key-Factor hinten auch in der Dreierreihe ist. Davis und Chester machen ebenfalls eine gute Figur, aber wie gesagt, wie fit ist Williams tatsächlich dann, um auch gegen Lukaku, um physisch vielleicht den physisch stärksten Mittelstürmer bei der Europameisterschaft zu bestehen. Deswegen, auf ihn wird zu achten sein. Bei den Belgiern werdet ihr wahrscheinlich gleich Augen machen, wie ich das System umgestellt habe. Mein Player to watch bei den Belgiern, ich bin mir gar nicht sicher, ob er von Beginn an spielen wird. Ich würde ihn spielen lassen. Mein Player to watch ist Fellaini. Der Wuschelkopf ist kopfballstark, das wird gegen die Waliser, denke ich mal, wichtig sein. Er kann bei vielen langen Bällen, die kann er sehr gut verarbeiten, kann natürlich auch direkt Tore da mit dem Kopf erzielen. Das wird gegen die Waliser nicht gerade unwichtig sein. Deswegen glaube ich, dass Fellaini gute Chancen hat, von Beginn an zu spielen. Allerdings müsste er in meinem System, was ich gemacht habe, dann auch defensiv sehr gut mitarbeiten. Aber er hat laufstarke Spieler, die ich ihm nochmal an die Seite gestellt habe. Kommen wir, wie gesagt, gleich zu. Trotzdem Fellaini, ich glaube, gegen Wales ein guter Faktor, weil doch relativ viel von beiden Seiten auch mal mit langen Bällen gearbeitet, beziehungsweise eben hohe Bälle von den Belgiern in den 16er kommen. Wenn man Lukaku vorne drin hat, dann wäre Fellaini an seiner Seite ab und zu natürlich nur keine schlechte Variante. Damit kommen wir auch zu den Aufstellungen. Bei den Walisern ändert sich gar nichts. Wie gesagt, Ashley Williams ist wieder fit. Im Tor bleibt natürlich Hennessy. Da wird es keine Veränderung geben. Im ersten Spiel war ja noch Ward im Tor. Da hat sich Hennessy, glaube ich, beim Aufwärmen damals verletzt. Die Dreierreihe, wie gesagt, mit Williams, Davis und Chester bleibt ebenfalls gleich. Die beiden Außenverteidiger, die so ein bisschen die Stärke der Waliser bislang ausgemacht haben, Taylor und Gunter, bleiben auch im Team. Das ist auch so ein bisschen, wo ich ein bisschen Bedenken habe bei meiner belgischen Aufstellung, die ich gewählt habe, dass das Probleme geben könnte. Deswegen muss man eigentlich Taylor und Gunter defensiv binden, damit die keine Offensivaktion haben. Aber kommen wir wieder gleich zu Allen und Ledley auf der Doppelsechs. Joe Allen ist sicherlich der Spielmacher, Ledley ist dann eher der Aggressive auf der Doppelsechs, der auch mal in den Zweikampf geht und immer noch einen sehr schönen Bart hat. Dann kommen wir zu den natürlich Top-Konterspielern, das sind Ramsey und Bale, die ordentlich Tempo aufnehmen können. Kongeniales Duo in der Waliser Mitte und Sam Vokes, eigentlich ein typischer Mittelstürmer, der spielerisch aber auch seine Qualitäten hat. Er kann dann auch bei Standards eben vorne noch für Gefahr sorgen. Von der Bank Edwards ist die etwas defensivere Variante im Vergleich zu Ledley, allerdings hat sich Ledley jetzt auch im Team fest
gebissen, genauso wie Richards, aber ich denke mal, je länger das Spiel dauert und je nach Spielstand können beide, entweder Edwards oder Richards, auch nochmal von der Bank kommen, um dort defensiv nochmal für neue, nicht Akzente, aber zumindest für neue Energie zu sorgen. Robson Cano, ein absolut unterdurchschnittlicher Fußballer, der ein bisschen Glück hat im ersten Spiel, dass er dort ein Tor geschossen hat. Von der Bank eine Option, mehr allerdings nicht, genauso wie Williams und Church. Williams hatte mir eigentlich, Jonathan Williams, muss man dazu sagen, hat mir im ersten Spiel eigentlich gut gefallen, aber seitdem eigentlich kaum noch Einsatzzeiten bekommen. Und Simon Church von der Bank wäre natürlich noch eine Option für Vokes, wenn der sich dann müde gelaufen hat. Und jetzt kommen wir eigentlich auch schon zum ungewöhnlichen System der Belgier. Ein paar Worte vorweg. Ich bin mir zu 95% sicher, dass die Belgier nicht in diesem System spielen werden. Sie werden in ihrem 4-2-3-1 spielen. Hinten in der Abwehr wird das, denke ich mal, dann auch nicht so aussehen. Da wird dann entweder Denier oder zum Beispiel Simon wird dort vielleicht dann noch in die Viererkette rücken. Aber reden wir erstmal über mein System. Also warum das 3-5-2-System der Belgier? Weil die Waliser sehr weit hinten drin stehen werden. Wenn man mit zwei Stürmern spielt, ich habe jetzt mal Batshuayi vorne mit reingenommen, dann bindet man natürlich auch den Gegner sehr weit in der eigenen Hälfte. Die Gefahr ist, dass man ausgekontert wird. Die Stärke der Waliser ist sicherlich, dass das Mittelfeld sehr schnell ist. Joe Allen kann gute Pässe schlagen, Ramsey ist schnell, Bale ist vor allem überragend schnell. Aber ich glaube, dass man das mit der Dreierreihe und mit dem belgischen Spielermaterial, was vorhanden ist, gut unterbinden kann. Nainggolan, schneller Spieler, kämpferisch stark. Axel Witsel ist auch ein sehr schneller Spieler und mit Fellaini hat man auch einen kopfballstarken Spieler, der Kopfballverlängerungen zum Beispiel oder hohe Bälle relativ gut verteidigen kann. Deswegen, also Courtois im Tor, Alderweireld, Vertonghen und Meunier. Normalerweise hätte ich dort Vermaelen natürlich noch hingestellt, der allerdings gelb gesperrt fehlt. Ansonsten hätte man da hinten halt wirklich eine physisch sehr starke Dreierreihe, die aber auch mit Alderweireld zum Beispiel spielerisch vollkommen in Ordnung ist. Nainggolan auf der 6. Er muss auch den defensiven Part spielen, er muss auch die Außenpositionen ab und zu helfen mitzudoppeln, genauso wie Fellaini und Witzel natürlich, wie die Italiener in ihrem System sehr viel laufen müssen. Die Waliser, wie gesagt, werden tief hinten stehen, allerdings um Konter zu verhindern, müssen Fellaini, Witzel und Nainggolan sehr genau darauf achten, was denn genau in ihrem Rücken passiert. Also, das wären schon mal die zwei Dreierreihen quasi, wobei Witzel und Fellaini, wie gesagt, eher an den Außen zu suchen sind, beziehungsweise Fellaini häufig in die Zentrale eben auch vorstößt. Da kann ich mir noch vorstellen, dass Batshuayi zum Beispiel, der ja doch eher ein spielerischer Stürmer ist, sich häufiger vielleicht auch mal auf die Zehnerposition beziehungsweise als hängende Spitze spielt. Also ein sehr flexibles System, wo ich als Trainer echt begeistert wäre, wenn ich so ein Spielermaterial habe. Wo so viele Variationen auch im Spiel. Die Spieler müssen halt wach sein. Was man bei den Italienern immer in den Augen sieht, die sind 90 Minuten hochkonzentriert und haben, wie gesagt, auch 1 gegen 1 verteidigt gegen die Spanier, was ja hochinteressant ist. Aber sie wussten ganz genau, der Ball kommt hoch. Sagen wir jetzt zum Beispiel mal, der Ball kommt hoch auf Fellaini. Dann wissen die beiden außen schon, okay, sie müssen jetzt ihre Position halten, auf Höhe mit Fellaini laufen, Hazard und De Bruyne. Und dann hat man in der Mitte eben auch zwei Anspielpartner mit Lukaku und Batshuayi. Natürlich fehlt in der Defensive jemand, allerdings werden die Belgier bestimmt, ja, 55, 60% Ballbesitz haben. Ich glaube nicht, dass die Waliser so hoch verteidigen werden, um die Belgier unter Druck zu setzen. Deswegen glaube ich, dass dieses 3-5-2-System eigentlich die richtige Taktik wäre. Aber ich gehe eher davon aus, dass Marc Wilmots das 4-2-3-1 spielt. Was ich jetzt allerdings nicht nochmal einblende, das 4-2-3-1 hatten wir jetzt schon so oft. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal von meinem System aus und sage, 3-5-2 wäre meiner Meinung nach gegen tiefstehende Waliser einfach die optimale Variante. Vor allem hat man vorne mit Lukaku und Batshuayi da noch zwei Stürmertypen, die sich absolut nicht ähnlich sind. Batshuayi, wie gesagt, eher der spielerische Stürmer. Dort könnte ich mir übrigens auch sehr gut Origi vorstellen, von dem ich ja generell sehr viel halte. Dann hätte man vorne, wie gesagt, auch noch einen spielerischen Mittelstürmer quasi an der Seite von Lukaku, egal ob es Batshuayi oder Origi ist. Lukaku kann natürlich dann auch noch ersetzt werden durch Benteke, der ein ähnlicher Spielertyp wieder zu ihm ist. Und falls sich Witzel, Fellaini oder Nainggolan müde gelaufen haben, hat man immer noch Dembele von der Bank, der auch in der Premier League immerhin Stammspieler ist. Für die offensiven Außenpositionen hat man noch Carrasco zum Beispiel für rechts. Dries Mertens kann auch rechts spielen, von mir ist aber auch links, das ist eigentlich vollkommen egal. Die Spieler haben so eine hohe Qualität und mit diesem belgischen Kader muss man einfach eine gewisse taktische Flexibilität an den Tag legen. Und deswegen bin ich nach wie vor davon überzeugt, dass Marc Wilmots nicht der richtige Trainer ist, weil er wird wieder im altbewährten 4-2-3-1-System spielen, was vollkommen in Ordnung ist. Es ist eine eingespielte Taktik, mit der Taktik kann man natürlich auch gegen Wales bestehen. Aber was bei den Belgiern häufig auffällt, nur Lukaku im 16er. Hazard und De Bruyne bleiben auf ihren Außenpositionen. Im Zentrum rückt einfach keiner nach.
De Bruyne rückt, der wartet immer an der 16er-Grenze. Er wartet natürlich auf den Abpraller dann vielleicht, um Distanzschuss reinzumachen, aber er geht selten mit in den 16er. Und Mertens oder Carrasco und Hazard tun das auch nicht. Bedeutet, Lukaku ist häufig auf sich alleine gestellt. Und ich behaupte einfach mal, dass die Belgier so einen Druck erzeugen können, wenn sie läuferisch viel machen, können sie in der ersten halben Stunde die Waliser schon so unter Druck setzen, dann gehört ein bisschen Glück dazu, aber sie können das Spiel in der Anfangsphase schon für sich entscheiden mit dieser offensiven Taktik. Wie gesagt, Fellaini ab und zu noch mit vorne rein, kopfballstarker Spieler, ansonsten Batshuayi lässt sich ein bisschen zurückfallen. Wenn er mit Anlauf kommt, hat er nämlich auch nochmal seine Stärken. Das wäre natürlich ein super System. Ich finde das taktisch auch vor allem schlüssig. Die einzige Gefahr ist natürlich, dass man ausgekontert wird. Aber da sehe ich eben auch, als ich mir das belgische Mittelfeld angeschaut habe mit Witzel und Nainggolan, zwei unglaublich schnelle Spieler. Nainggolan, der auch mal dir das Wadenbein durchbeißt, wenn es nicht anders geht. Ein kämpferischer Spieler und man hat in der Dreierreihe auch alles. Das sind keine 1,95 Meter Kanten. Das sind spielerisch gute Spieler, die auch in der Premier League hinten raus das Spiel miteröffnen, bei Tottenham Hotspur zum Beispiel. Die wissen, auch wenn das Spiel weit vorm eigenen Tor stattfindet, damit umzugehen. Also, deswegen, das wäre jetzt einfach mal meine Taktik für die Belgier. Würde mich interessieren, was ihr dazu sagt. Ich gehe, wie gesagt, davon aus, dass es im 4-2-3-1 von Marc Wilmots losgehen wird. Kein Batshuayi in der Startformation, auch kein Fellaini, sondern wahrscheinlich dann eher Carrasco auf rechts, weil Dries Mertens das sehr schlecht gemacht hat im letzten Spiel. Also Carrasco rechts, De Bruyne in der Mitte, Hazard auf der Doppel-6 wahrscheinlich Witzel und Nainggolan und dann eben die Viererkette mit Denier oder ich weiß gar nicht, wer sonst noch in Frage käme. Simon wäre auch noch, aber ich denke mal Denier, Vertonghen, Alderweireld und Meunier in der Viererkette, Courtois im Tor und wie gesagt Nainggolan, Witzel, Hazard, De Bruyne, Carrasco und Lukaku vorne. Das wird wahrscheinlich die Aufstellung sein von Belgien, aber das 3-5-2, glaube ich, ist eine taktische Variante, die man gar nicht mal einfach so von der Hand weisen kann. Kommen wir zur Prognose. In einigen Tippspielen habe ich auf Wales getippt. Jetzt bin ich allerdings so ein bisschen davon abgekommen. Ich glaube, die Belgier haben einfach eine hohe Qualität in der Mannschaft. Sie dürfen allerdings nicht in dieselbe Lethargie verfallen, wie das bei England der Fall war, als sie gegen Island hinten lagen, weil die Belgier auch eine Mannschaft sind, die so ein bisschen die Euphorie vermissen lassen. Also das ist echt schade. Es ist eine Mannschaft, die Europameister werden kann, gerade mit dieser Auslosung jetzt, und da möchte man einfach mehr Euphorie sehen. Bei den Engländern war das so, das war Business as usual, ist halt eine Europameisterschaft, wir spielen gegen Island, was soll's. Bei Belgien muss man gegen Wales eine Begeisterung sehen, dass sie unbedingt das Tor schießen wollen. Ansonsten, die Waliser sind sicherlich sehr begeistert und euphorisiert, dann kann das ganz böse nach hinten losgehen für die Belgier. Aber die Belgier sind Favorit, werden mehr Ballbesitz haben, mehr Spielanteile haben, müssen allerdings an ihrer Chancenverwertung natürlich arbeiten, weil das war gegen Ungarn extrem schlecht. Da hätten sie fast zweistellig treffen müssen, was sie nicht getan haben. Also ich bin sehr gespannt auf das Spiel, bin auch gespannt auf die Aufstellung von Marc Wilmots und würde sagen, schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr vom 3-5-2 haltet, ob das zu offensiv ist, ob die Waliser dann kontern, ob das vielleicht doch tatsächlich sinnvoll ist. Würde mich wirklich mal interessieren, da so eine kleine Taktikdiskussion zu haben. Also, Dankeschön fürs Schauen. Prognose 1-0 für Belgien. Und in der nächsten Folge schauen wir uns dann Deutschland gegen Italien an. Und da werden wir auch ganz genau drauf schauen.